Hallo, liebe Sims 4-Freunde, herzlich willkommen zurück. Ich habe es jetzt noch fertig essen lassen im Burgerladen, dann die Rechnung bezahlt und habe sie beide heimgeschickt und habe sie ins Bett geschickt. Und jetzt warte ich, bis sie beide wieder aufwachen. Muss er arbeiten? Bei ihm ist eigentlich wurscht, der muss arbeiten. Kümmere ich mich mal darum. Ganze Zeugs. Ja, ich habe ihn noch kurz das ernten lassen, das Zeugs. Rein, rein, rein. Geht doch. So, jetzt hier war irgendwas verdorben. Taco-Auflauf ist verdorben. Pfannkuchen. Oh, so viel ist verdorben. Freundlich sein zu Juna. Wenn sie ausgeschlafen hat, kannst du das tun. Ist das auch verdorben? Nein, das ist noch gut. Und das? Das ist ausgezeichnet. Sehr schön. So. Er will wahrscheinlich Babysachen. Ja, Spielzeug kaufen. Wir kaufen jetzt kein Spielzeug. Weil ich zu klein. Müsste ich ja schon mal anbauen irgendwo. Müssen wir mal gucken, dass wir es vielleicht auch mal machen, so die Wohnung umbauen. Bin ich allerdings extrem schlecht darin, nur mal vorab. Wenn ich in Sims ein Haus baue, das ist immer entweder ist es zu groß, dass es zuerst viel zu groß ist, oder es gefällt mir dann doch nicht, wenn es dann komplett fertig ist, dass ich es komplett wieder abreiße. Oder es ist dann irgendein Raum ist zu klein oder es will einfach nicht so, wie ich will. Und oh. Also das kann sich dann nur um Stunden. Was ist denn jetzt? Das kann sich dann nur um Jahre handeln oder Stunden handeln. Bis wir ein Haus fertig haben bei Sims. Ah, es ist. Steh mal auf. Es ist immer ein Krampf, finde ich. So, wann musst du arbeiten? In 4 Stunden. Setz dich da mal hin. Setz dich da mal hin. Jetzt, ah, doch, sie kommt. Du möchtest freundlich zu ihr sein, dann tu das. Neue Outfits könnten wir ihnen auch mal verabreichen noch. Ah, hast du zu ihr gesagt, dass sie dein Törtchen ist? Kann man jetzt auch falsch verstehen. Was wollte ich denn jetzt gerade nochmal sagen? Er hat es kaputt gemacht. Er hat die Dusche kaputt gemacht. Das wollte ich eigentlich nicht sagen. Oh, ich weiß es gerade echt nicht mehr, was ich sagen wollte. Achso, es kann sich also quasi nur um Jahre handeln, bis wir in Sims 4 ein Haus gebaut haben. Vielleicht behalten wir auch für erstmal das Haus als Grundriss, dass wir da dann quasi anbauen, bevor wir ein komplett leeres Grundstück vielleicht bebauen oder bevor wir das Haus dann komplett abreißen und ein wirklich komplett neues Haus bauen. Zieh dir mal was an. Sehen wir dann aber alles, wie wir das machen. Meine Nase juckt. Sehen wir dann, wie wir das alles machen. Ah, ihre Leistung ist schon mal ein bisschen gestiegen gestern. Sehr schön. Heute ist so ein Tag, da geht doch alles kaputt, kann das sein?
So, wir reisen jetzt mit ihr allein. Bei ihr steht noch dran, Jasmin Holiday anrufen. Bei ihm steht es nicht dran. Komisch. Wahrscheinlich kann da nur sie Zuckerschädel sammeln. Keine Ahnung. Wir reisen. Wir reisen. Vielleicht reisen wir vielleicht mal dahin nach Willow Creek. Und gucken, ob wir hier auch welche treffen, die Zuckerschädel haben. Weil ich glaube, normal ist es egal, wo man hinreist. Man kann die Leute überall treffen. Mein Kaffee wird kalt. Ja, ich trinke immer noch meinen Kaffee vom letzten Part. Aber er ist fast leer. Angekommen. So, schauen wir mal, wer hier so rumrennt. Er muss in einer Stunde bei Arbeit sein. Na, wen haben wir denn hier versteckt? Kein Zuckerschädel, kein Zuckerschädel. Die in ihr Glas Wasser immer die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht, was die Sims haben. Ohne ihr Glas Wasser können die, glaube ich, nicht leben. Elsa? Ne. Ne. Halt. Ne. Das ist nicht ganz so einfach, wie ich zuerst dachte. Birna haben wir ja. Ah, wen haben wir denn da? Wen haben wir denn da? Nein. Der verfolgt uns. Der Kim Zacht verfolgt uns. Ich sag's euch. Der verfolgt uns. So, Birnenbaum haben wir. Richtig oder falsch? Falsch oder richtig? Na, wo habe ich es wieder hingeschrieben? Kräuter, Blumen, Obst und Gemüse. Ja, Birnenbaum haben wir. Muss kurz hier mal alles weglegen. So, was habe ich hier jetzt schon alles verpasst? Nein. Nein. Was ist das? Lilie, glaube ich. Ja, Lilie. Lilie haben wir. Die verfolgt uns auch. Monika Klee, die verfolgt uns auch. Kim Palm. Mit wem reden wir denn da? Mila. Mit wem redest du? Gina Kreuz. Nein. Nein, nein, nein. Hör auf, wir reisen weiter. Ne, dann reisen wir nochmal. Torben ist zur Arbeit, sehr schön. Dann reisen wir jetzt doch wieder in den Wüstenpark. Ah, geh weg. Wüstenblütenpark, so rum. Dreh dich.
Lad schneller, lad schneller. Ich möchte mindestens einen Zuckerschädel in diesem Part noch finden. Das heißt finden, bekommen. Und wir suchen die ja nicht wirklich, die Zuckerschädel. Wir kriegen sie ja geschenkt von den Leuten. Ich nehme jetzt seit 10 Minuten und 20 Sekunden auf und ich habe noch keinen Zuckerschädel. Noch keinen Zuckerschädel. Brauchen ja nur noch 5. Der schwierigste wird wahrscheinlich wieder der letzte sein. Kann mir schon ganz gut vorstellen. Macht er jetzt fleißig? Nein, ist auch fleißig arbeiten. Er verfolgt uns aber auch. Die verfolgt uns. Ah, oh, der Sensenmann. Komm, wir freunden uns mal mit dem Sensenmann an. Wir freunden uns mit dem Sensenmann an. Oh, nein, nein. Wir freunden uns später mit dem an. Da ist einer. Ein Zuckerschädel. Wir brauchen von ihm einen Zuckerschädel. Wir schleimen uns aber zuerst ein bisschen ein. Was heißt einschleimen? Wir freunden uns mit ihm an. Nein, das da machen wir nicht. Dass wir von ihm auf jeden Fall einen Zuckerschädel dann kriegen. Oh nein, jetzt kommen wieder so viele. Sollen alle weg. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Weg, weg, weg. Nein, red nicht mit dem. Das sollst du doch nur mit dem. Oh. Das ist wirklich nervig bei Sims 4. Es wird immer gleich eine Gruppenkonversation. Ob man möchte oder nicht. Und ich möchte das jetzt eigentlich gerade nicht. Ich möchte mit ihm normal reden. Ohne dass dieser Typ hier dabei ist. Der soll weg. Tschüss. Geh weg. Na endlich. Nein, ich möchte das nicht. Der soll weggehen. Es ist echt zum Kotzen. Es ist echt zum Kotzen. Kann er jetzt weggehen, bitte? Das stört die Unterhaltung. Gibt's denn noch jemand mit Zuckerschädel? Ah, der Postbote ist da. Ich will ja nur mit ihm reden. Na, endlich. Boah, war der schwer vom Begriff. Dann wird das wenigstens noch was, dass wir vielleicht doch noch einen Zuckerschädel kriegen. Und ich hoffe, es ist dann auch noch einer, den wir noch nicht haben. Nein, auf anderen Leuten zu winken. Markus. Warte, du lockst die alle nur ein, dass die mitreden wollen. Guck, jetzt will die auch nämlich mitreden. Nein, das will ich nicht. Die soll weg. Außer du, ich krieg einen Zuckerschädel. Nein, tschüss, geh weg. Tschüss. Schlimm. Da. Nein, keine Gruppenkonversation. Gott, Alter. Aufreg. Ich krieg mich jetzt auf. Schlimm. Nervt euch das auch? Ich hasse es gerade tierisch.
Level 4 der Comedy-Fähigkeit. Juna kann jetzt Witze über Mode machen. Slip, komm raus, du bist umzingelt. Ja. Das war ein ziemlich flacher Witz. Was machst du denn die ganze Zeit, dass du dich so peinlich benimmst? Dann lässt man die Sims mal 2 Sekunden nur machen, was die möchten. Und schon ist, muss man sich schämen. Okay. So. Und keine Grottenkonversation jetzt wieder. Ich krieg die Krätze. Danke. Nein. Hass. Ja, so ungefähr wie da geht's mir auch. Könnte mich also gerade so aufregen. Na, wegen diesem Scheiße. Lauf bloß weiter. Danke. Nein, geh weg. Ich möchte mit ihr nicht kommunizieren. Ich möchte jetzt nur mit ihm kommunizieren. Ich möchte diesen scheiß Zuckerschädel haben. Aber wie die Sims hier so ganz gemütlich hier zwischen die Gespräche durchlatschen. Herrlich. Herrlich. Ignoriert er mich vielleicht? Kann das sein, dass er mich die ganze Zeit gerade ignoriert, während er auf sein Handy schaut? Will er mich eigentlich verarschen? Will der mich verarschen? Muss das da kurz notieren. Will der mich verarschen? Will doch nur so ein scheiß Zuckerschädler. ich fluch. Ich, was bei mir gerade in diesem Part an Scheiße vorgekommen ist, also nur das Wort Scheiße, ist abartig. Das kann ich nie wieder gut machen, Leute. Nie wieder. Gibst du mir jetzt bitte einen Zuckerschädel? Vielleicht bringt ja das Wörtchen bitte etwas. Man vielleicht nicht einfach nur sagt, ich möchte einen Zuckerschädel, sondern gib mir bitte einen Zuckerschädel. Und nein, keine doofe Gruppenkonversation. Ich habe jetzt doof gesagt. Sehr lieb von mir, oder nicht? Ich habe doof gesagt. wir sind gelangweilt. Nein, red nicht mit Kevin Bach. Warum mag er mir keinen Zuckerschädel geben? Nur weil ich nicht mit Kevin reden will. Oh, prüfen, ob heiß ist. Wow. Was hast du schon wieder getan? Okay, er mag wohl keine Spiele. Insider-Story erzählen. Ich glaube, jetzt haben wir voll verkackt bei ihm. Geschickte Entschuldigung. Ich möchte doch nur einen Zuckerschädel haben. So viel Stress. Für einen Zuckerschädel. Das gibt's doch nicht. Er ignoriert mich schon wieder. Möchtest du mich bitte verarschen oder was? Möchte doch nur einen Zuckerschädel. Bitte. Das da mag er gar nicht. Also lassen wir es weg. Machen wir mal das. Machen wir da das. Machen wir das. Machen wir das. Nein! Aufreg.
Hast das? Ja, schlimm. Ah, die können wir auch nach Zuckerschädel fragen. Dann fragen wir die nach Zuckerschädel. Nein, nicht auf Wiedersehen. Zuspruch geben. Vielleicht gibt die uns eher einen Zuckerschädel. So viel Stress, nur wegen dem Zuckerschädel. Ich glaub's nicht. Ich glaub's echt nicht. Nein, geh weg. Außerdem hat er tolle Arbeit. Okay. Der sieht jetzt leicht creepy aus, der kleine Junge. Der sieht creepy aus. Guckt euch das mal an. Ja, ist gut, ich weiß es mittlerweile. Aber wir sind doch Freunde. Naja, doch, fast. Helf mir. Auf ein neues. Auf ein neues. Hat die? Komisches Outfit. Ich werde niemals meine Zuckerschädelsammlung vollkriegen, glaube ich. Ich möchte doch nur einen Zuckerschädel. Okay, die hat mir jetzt einen Zuckerschädel einfach gegeben. Finde ich gut. Wahrscheinlich aber einen, den ich schon habe, so wie es aussieht. Ja, die Kevin. Okay, die ist weg. Okay, ich geb's auf. Ich geb's auf, wir gehen nach Hause. Ich habe keine Lust mehr. Oh, sie hat mich hier. Da steht sie. Ernsthaft? Michael. Nein, wir gehen jetzt trotzdem nach Hause. Der hat mich jetzt geärgert. Ah, so viel Stress wegen Zuckerschädel. Wir müssen auch wieder eine Gruppenversammlung machen, weil wir haben ja gesehen, die eine in unserer Gruppe. Schluck auf. Hat ja auch einen Zuckerschädel. Da vielleicht gibt die uns einen Zuckerschädel schneller, da wir bei ihr in der Gruppe sind. Na, scheiß Kabel. Das machen wir aber alles im nächsten Part. Auf, wird schneller. Okay, er ist zu Hause, sehr schön. Echt, haben wir den Michael auch schon? Flupp. Ah ja, wir haben so. Okay. Gut, dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann. Ciao.